Yo Leute und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge PVZ. Und ich sehe gerade eben, EA hat sogar mein komplettes Aussehen zurückgesetzt. Ja Leute, EA hat beschlossen, sie hauen jetzt nochmal hier die geilste Scheiße raus und löschen einfach alle Einstellungen, die jeder Spieler hatte. Dabei ist heute natürlich mal wieder Markus. Servus, Kurzverfassung, EA ist scheiße. So, alle Warps nochmal angucken, weil EA irgendwas mit der Speicherung verkackt hat. Meinst du jetzt, alle Spieler sind Level 1 und fangen bei Level 1 an? Zum Glück haben wir unsere Level behalten, sonst würde ich jetzt amok laufen. Aber die Tipps und die Einstellungen und alles sind wieder wie bei Level 1. Aber jetzt mal so viel über EA. Jetzt geht's mal um die Folge. Und zwar, das Thema der Folge ist der Dr. Giftig. Wirst du möglichst viele Punkte mit Dr. Giftig absadet. Jo. Wir können zusammenbleiben, Sven und ich. Oh Mann, ich sollte Gepardenkugeln mitnehmen, hieß es eigentlich. Aber die wurden ja auch gelöscht durch die Optionen. Also wenn ich das nächste Mal sterbe, muss ich noch die Gepardenkugeln auswählen. Und zwar sollten wir auswählen die Gepardenkugeln, den Standard Warp und das letzte, glaube ich, wurde nicht vorgeschrieben. Habe ich alles. Ja, bei mir wurde leider, wie gesagt, alles zurückgesetzt. Ich habe es eigentlich vor der Folge vorbereitet. Da musste ich mich neu einloggen, weil der Patch des Tages kam wegen dem Weihnachtsding. Damit das Weihnachtspäckchen da ist, da geht schon überall in ihre Server down, habe ich gerade gemerkt. Scheiße. Wie lange geht denn eigentlich die Sonderoptionsstrahl, ey? Die geht immer 50 Millionen Sekunden, Alter. Ich muss jetzt erstmal hier überlegen mit meinem kaputten Weihnachtshut. Und ich muss auch noch die Gepardenheilung mitnehmen, ey. Ich habe noch die scheiß Standardheilung. Oh, hinter dir. Der macht Party mit dir. Jo, hab ich. Oh, fuck, nein! You komm stay alive! Okay. So, voll geil. Das können wir ja uns hier als Aufgabe setzen, dass wir versuchen, dass keiner von uns respawnen muss, sondern wir rennen immer YOLO rein und versuchen, den anderen wieder zu beleben. Das klingt doch auch mal nach einer interessanten Sache. Hast du mir denn jetzt gesnackt? Du scheiß Pisser! Ohne Kacke, geh da einfach hin und klopp mir den Kill. Weil ich nachladen musste. Oh, nicht schon wieder der. Ach, der vergräbt sich. Oh, er ist tot. Oh. Läuft so. Jetzt haben wir den scheinbar beim Vergraben gekillt. Okay, Minen, Minen, Minen. Heilung. Minen alle weg. Nein, ich bin down. Okay, ich hol dich. Im Garten. Im Garten. Bist du des Wahnsinns? Das bist schon du, oder? Ja, ja. Jetzt komm hierher. Ein paar Minen gelegt. Das ist ein Schnapper. Ja, ich seh's. Von denen sollten wir uns nicht erwischen lassen, weil da ist ein wieder Wiederbeleben. Von hinten. Zukunftsrot. Alive, man, alive. Ja, da sind immer noch ziemlich viele. Oh, Schnapper! Bode! Chili Bodenbombe! Nein. Ich habe die Bode überlebt. Ein Weißanschlag! Nein! Aber ich hab dich doch geholt! Sollst du mich dann aus dem Mais wieder rausholen? Ja, wenn der Mais nicht wirklich ist. Ah nein, 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 nein! Weg, 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 weg! Okay, ich stell Heidi. Ja, Mann. Oh, no! Oh, die ist down, Alter, die Drohne. Oh yes, die haben's drauf! Wir werden nicht sterben! Nein! Ist unbesiegbar! Die Sache ist die, wenn ich nicht sterbe, werde ich auch meinen Dings nicht anpassen können. Aber egal. Wir haben eine neue Mission für die Folge. Wir spielen Dr. Giftig und wir sterben nicht. Das ist doch auch eine coole Sache. Scheiß auf irgendwelche Outfits hier. Vor allem ist es ja EA's Schuld und nicht meine. Haben wir zwei wiederbelebt. Oh, da ist einer Zukunftsrot. Ich habe irgendeinen scheiß Schnapper hinter mir. Oh fuck, ja, ich habe zwei vor mir. Ja, die habe ich schon gesehen, aber die habe ich abgehängt. Aber mich hat der hinter mir gestört. Boah, ich habe nur überlebt. Schnell live. Boah. Hier oben liegt live. Ja, ich habe schon. Ja, wenn ich brenne mit 5 HP, ist schlecht, ne? Wenn ich zu dir komme. Ja, okay. Das ist echt dumm. Darum habe ich mir gerade... Ja, ich habe ihn mal gesnackt. Nein, die ist schnell gesetzt. Pass auf, das ist wieder Schnapper. Jo, ich hab die Schlepper da vorne ganz schön bei dem Wienchen hingelegt. Oh, 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 oh. Oh,
mich direkt vor mir vergraben, der Pisser. Elektrik. Ja, der Elektroschnapper. Du kommst tot. Oh, nein, 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 Elektroschnapper. Oh. Alles klar. Markus, ah, du hast hier. Lebst du? Ja. Ich hab hier, Ich wollte gerade auch für dich setzen. Komm schon, stirb. Achtung, Bode direkt am Heal. Und die sterben alle. Ah, das ist so eine Mega-Bode gewesen. Da hätten wir genug Zeug gehabt. Das war eine Sombrero. Sicher, Sicherheit nochmal. Und da ist die nächste Bode. So, oder Bode, into the Garden, into the Garden. Oh, oh. Wow. Ich hab eine 4er Killstreak. Oder eine 3er, keine Ahnung. Da ist gerade alles explodiert. Ich habe so viele Kills bekommen. Heal bei mir. Ich bleibe am Leben hier. Das ist sicherer, meiner Meinung nach. Am Leben bleiben. Wir dürfen nicht verrecken. Ne? Also lieber nochmal zurückziehen und beim nächsten Angriff taktisch den Garten einnehmen. Oh, oh, Schnapper. Viele Schnapper. Wo? Und hinter dir ist der Scheiß. Drohne. Ich treffe sie nicht. Scheiß Drohne. Ja, die Drohne ist weg, die Drohne ist weg. Ich stell. Komm her, komm her. Was war? Oh, oh, was war ich? Ich dachte, damit du checkst. Ja, ja. Ich hab schon gehört. Da oben ist eine Gifterbse. Warum heile ich mich nicht weiter? Ich habe einfach aufgehört, mich zu heilen. Das ist auch geil. Obwohl ich direkt daneben stand. Fair. Okay, komm schon. Angriff der Killer-Wissenschaftler. Alter, was ist hier los? Weißer Schlag direkt hinter der Tür. Da laufe ich mal lieber nicht rein. Oh, oh. Sehe ich fast in das Scout gerannt. Nein, 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 nein. Das ist so ein großes Explosionsding. Okay, sie ist weg. Ich rette den letzten Herrn hier. Bist du tot? Nein, fast. Ich bin ein HP. Ich konzentriere. What the fuck? Ich habe Heilung. Ja, Mann. Oh, ein HP, Alter. Eins. Und ich war vergiftet. Der Heal, der, also die Vergiftung hat genau bei einem HP aufgehört, ey. Mehr Luck kann man echt nicht hier haben. Laserbeam, neben dir! Warum lässt du sie am Leben? Ich wusste nicht, dass da der Laserbeam ist. Oh, weißer Schlag. Boah. Storm? Nee, ich hab's überlebt. Ich bin die See, da hinten. Hier, halt schnell, schnell. Komm her. Ja. Oh. Lol. What Alter, 8 Abschuss her, what the fuck? Achtung, von links kommt der Erbse. Ne 9er! Glaube ich. Glaubst du? Nee, die ist gestorben. Hier kommt schon die Grillgewehr. Locker. Hey, Schlapper! Erbse. Ist Heiling. Achtung bei dir, Erbse. Ja, ja, ja. Boah. Ist down, aber ich hab dich gehört. Ich auch nicht. Das war der Wichtkick. So, komm schon. Pushen, pushen. Oh, oh, Minen. Die wieder geht nicht kaputt. Gut. Cheater wieder. Also hier Stapper, zu sterben ist, da ist scheiße Stapper. Also hier nicht zu sterben ist scheiße schwer. Ah ja, das kann man so sagen. Kasche, 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 kasche. Ja, der Schlapper ist weg, ich geh ran. Ich bin ja zum Glück Wissenschaftler und kann einfach wieder wegporten und Healstation stellen. Das ist ja das kleinste Problem hier. Also man kommt hier gut aus den Situationen wieder raus, aus denen gefährlich ist. Oh, Mais! Hast du es überlebt? Ja, ja.
Ich wurde vorher abgeschossen, darum bin ich schon längst weg. Wo bist du? Ach, ich hinter bin hinter dir. Da oben ist ein Zug. Lass mal Front Rail clear. Oh mein Gott. Nicht sterben da oben, nicht sterben da oben. Oh mein Gott. Ach so, ich bin da. Zucker, der Schrot hat mich geholt. Ich geh gleich an deinen Heal. Den Zukunftsschrott, die hab ich. Den hab ich auch. Den hab ich auch. Oh yeah! 10 Abschussserie, Alter! Den hab ich auch. Alter. Komm hier runter und schieb mit an. Weil die Zeit wird auch für unser Team schon wieder knapp hier. Komm schon. Ich kriege übelst Damage. So, komm schon, hier wieder hin. Oh oh, hier ist die Sonnenblume in den Dingsmodus gegangen und jetzt verfolgt mich ein scheiß Schnapper. Schnapper tot. Bohne! Boah! Das war jetzt aber wohl in letzter Sekunde. Boah, Alter. Oh mein Gott! Sonne, Feuersonne, Blume. Voll live, Alter. Ja, hier, komm, das Ding, das gibt auch live. Jetzt wieder weg, jetzt kommen sie nicht wieder die scheiß Drohnen. Massaker. Okay, komm schon. Schnapper voraus und alles, was irgendwie gut. Ich bin fast tot. Ich hab überlebt. Auch. Aber mich verfolgt immer noch ein Schnapper. Feuer natürlich auch noch. Ich bin down, ne? Ja, aber wo? Ich habe immer noch einen Feuerschnapper hinter mir. Noch ich bin tot. Stunden? Ich bin tot. Okay, wir haben es geschafft. Aber wir haben es lang genug geschafft. Echt so, Alter. Weil bei der Ding kann man sterben, würde ich sagen. Und jetzt würde ich sagen, kann man auch mal hier zeigen, noch die Fähigkeiten, die wir eigentlich auswählen sollten. Und zwar den Warp, dann, ich glaube, die Dings und die Gepardenhaftkugeln. Das heißt, zum Abschluss werde ich jetzt nochmal mit den richtigen Waffen hier ins Battle joinen. Und vielleicht auch noch eine davon werfen oder zwei. Eigentlich sollte man ja hier keine Gepardenhaftkugeln werfen, weil sie hier unten eigentlich verboten sind, aber ich werfe sie trotzdem. Und ich habe damit einen Kill gemacht, Leute. Also ich habe sie verwendet, würde ich sagen. Ich habe mit den Gepardenhaftkugeln instant einen Kill gemacht und das Ding bleibt jetzt noch stehen und komm schon. Irgendjemand muss dagegen rennen, einfach nur. Down, Alter. Ich auch. Ja, wir haben es. Holen on. Und da wird nochmal zerfetzt. Alles, was noch von den Zombies übrig ist. Ja Leute, ich würde sagen, es war eine ziemlich geile Runde. Wir haben es geschafft, bis kurz vor Einlochen des Golfballs nicht zu sterben. Ich habe sogar, obwohl ich nur ein Leben mit den Gepardkugeln gespielt habe, geschafft, eben einen Kill mit diesen Gepardkugeln zu machen. Finde ich eigentlich ganz cool. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal. Wir haben ziemlich gut dominiert, bis auf den Level 224. Gar keinen über uns, das kann sich sehen lassen. Servus und ciao. Ciao.